Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, und heute geht es um den More Furnaces Mod. Wie ihr seht, habe ich hier eine Reihe von verschiedenen Öfen. Das hier ist der Standardofen, hier schon vollgefüllt mit Kohle. Der kann 8 Items pro Kohle verbrennen. Dann fügt der Mod 5 andere Öfen hinzu. Das hier ist der Eisenofen. So können wir hier gucken. Furnace. Der Eisenofen wird aus einem Ofen und aus rundherum halt Eisenbahnen gemacht. Dann wiederum kann man den noch verstärken zum Goldofen mit Goldbahnen ringsherum. Dann gibt es auch noch zum Obsidianofen mit Obsidian um einen Eisenofen. Und dann gibt es auch noch den Diamantofen, da nimmt man einen Goldofen und Diamanten drumherum. Ja, und der Diamantofen ist natürlich der beste und der normale Steinofen ist der schlechteste. Und dann gibt es noch einen ganz speziellen, das ist nämlich der Netherofen oder der Netherofen, wie man es halt nimmt. Den gibt es aus normalen Ofen und Netherstein ringsherum und der hat eine Besonderheit, die ich euch auch gleich zeigen werde. Gut, dann gehen wir jetzt zu jedem Ofen. Hier kann man zwei Kohleplätze und zwei Kochplätze hat man dann und hier kommen dann die Items raus. Also man hat zwei Plätze und der kann hier 10 Items pro Kohle verbrennen. So, da können wir es ja wieder rausnehmen. Der wird wohl keinen weiteren verbrauchen und kocht auch deutlich schneller als der gewöhnliche Steinofen. Und dann wiederum den mit Gold verstärkt. Hier auch mit einer Kohle, der kann 20 Items pro Kohle kochen. Der ist natürlich doppelt so schnell wie der Eisenofen. Und der Eisenofen ist etwas schneller, ich weiß gar nicht genau wie viel, auf jeden Fall nicht ganz doppelt so viel, aber er ist schneller als der Steinofen und Goldofen ist doppelt so schnell wie der Eisenofen. Und der Diamantofen, also der Goldofen plus den Diamant noch dazu, das gibt einen Diamantofen. Und hier, der hat auch noch 4 Plätze. Und davon die 4 Plätze werden noch erweitert zu 7 Plätzen. Also hier 7 Itemplätze und 7 Kohleplätze. Und dieser Ofen, der kann 40 Items pro Kohle verbrennen. Und das geht rasend schnell, wie man hier schon sieht. Und ich habe jetzt hier schon zu viel hier reingemacht. Kommt man gar nicht hinterher, dass man das ordentlich abzählen kann. Und er macht auf jeden Fall ganz schön schnelle Sache. Und da gibt es noch den Obsidianofen. Der hat einfach die Besonderheit, der kann zwei Items auf einmal kochen. Also hier, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Wo haben wir jetzt hier das Rindfleisch? Hier, nehmen wir uns das mal hier mit. Hier oben hin muss es hin, genau. Das ist richtig. Hier sind nur zwei Plätze und zwei, die nacheinander gekocht werden. Also es gibt hier viele Variationen und hier kann man die einfach laufen lassen, die Öfen. Die machen das richtig gut. Und das ist halt die Besonderheit vom Obsidian-Ofen, dass er zwei gleichzeitig verbrennen kann. Und jetzt gibt es den besondersten Ofen. Er braucht keine Kohle. Die hier ist also überflüssig. Man braucht dann nur ein Feuerzeug. Und wenn Feuer obendrauf ist, bekommt der Ofen praktisch seine Flamme. Da können wir jetzt mal wieder das Fleisch nehmen. Und es braucht keinen Antrieb. Nur es dauert 90 Sekunden, bis ein Item verbrannt wird. Also eine wahnsinnig lange Zeit. Und dafür die Kohle einzusparen, ich weiß nicht, ob sich das dann nachher lohnt. Aber nun gut, hier die Öfen sind alle schon fertig. Hier meine 40 Steaks, lecker. Und 20 Schweinefleisch. 10 Schweinefleisch auch noch dazu. Und hier habe ich meine 8. Hier mal wieder 10 und wieder 8. Und da kann ich es mir erstmal schmecken lassen. Da lade ich noch meine Kühe hinten ein. Ja. Nun gut. Das war's eigentlich mit dieser Modifikation. Hier kann man die Flamme wieder löschen. Und das war's. Und das war's mit dieser Modifikation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte alle Bereiche auch abdecken. Nehmen wir die Sachen auch mal hier wieder raus. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.